Ich muss jetzt gehen. Hey, Kinders, was geht denn bei euch ab? Junge, ich begrüße euch recht herzlich zu einer kleinen Garry's Mod Bombentestung. Das ist Jürgen. Also Jürgen winkt uns hier mal ein bisschen behindert. Er ist nämlich ziemlich behindert, ist ihr? In Facebook haben mir viele geschrieben, dass sie im letzten Video diese Explosion am Schluss ziemlich cool fanden und gefragt haben, ob da noch was nachkommt. Und natürlich kommt da einiges nach. Ich habe für euch hier kurz so ein Testding aufgebaut. Ja, keine Kosten und Mühen gescheut. Guck mal hier. An der Hand dieser Objekte, die dann möglicherweise, wenn die Druckwelle stark genug ist, vielleicht umfallen oder fortfliegen, können wir dann erahnen, wie stark wohl die Bomben sind. Also hier das Interieur des Hauses. Hier ist unser übelstes Liebespaar. Und das ist eine ganz winzige, Leute, keine Sorge, eine winzige Ladung C4. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Den Knaller. Okay, ich zünde einfach mal den Knaller und ich werde mich, kameratechnisch, ich werde mich gleich hier oben positionieren. Okay. Also, Vorsicht. Uh-oh. Ja, war jetzt aber schon eher Pillepalle, nicht wahr? Daher haben wir hier direkt die nächste Bombe. Das ist schon etwas mehr C4, deswegen würde ich sagen, das schauen wir uns vielleicht von draußen an. Ich werde das mal aktivieren und jetzt gehen wir mal hier hin und gucken mal, wie der Hase läuft. Bis jetzt nicht viel. C4, what are you doing, C4? Hello? Wir machen das hier mal über Knöpfe, das dauert mir ja gerade zu lange hier. Vorsicht. Erst entsichern, dann zünden. Hört. Den zwei geht's ja noch ganz gut. I can dance, shake your booty. Kommen wir uns einer kleinen Bombe mit roten Streifchen, 50 Kilo Bombe. Kann das hinkommen? Ich weiß es nicht. Die zwei werden jetzt das gleich natürlich erfahren, wie sich so eine Bombe denn im Gesicht auch anfühlt. Ich habe wieder die beiden Knöpfchen. Achtung, zünden. Ach ja, das war jetzt aber ganz schön Pillepalle. War ja lächerlich, leben wir noch. Und da sind wir auch schon bei der nächsten. Ich habe da vorhin irgendwas von Kilo gelabert. Hier 100 LB, ja, auf TNT, ja. Ist schon ein bisschen fetter. Ich bin da mal weg. Los geht's. Und die beiden auch noch voll gechillt da. Also richtig zurückgelehnt. It's a fucking delicious. Ich habe noch was ganz Besonderes. Glycerin, da wusste ich nicht genau. Ich kann das nicht über den Knopf steuern. Ich muss es jetzt halt einfach praktisch fallen lassen, ja. Aufs Häusel. Schauen wir mal einfach von hier, wie der Hase läuft. Oh, auch nicht schlecht. Unsere Türmchen stehen noch, okay. Oh, I think I gonna die. Oh, okay, alles klar. Oh, wo sind denn unsere Leute? Ah, they're crippling. So, lustiges Szenario. Ihr macht euch gerade einen gemütlichen Abend und plötzlich fällt euch auf, dass ihr vergessen habt, euer Kriegsspielzeug wegzuräumen. Was soll man da machen, außer es zu tünden? Monsieur, betätigen Sie den Knopf. Okay, kann das nicht machen. 8, 3, 2, 1, go. Holy fuck. Wo wir gerade bei Kriegsspielzeug sind, welcher Schlingel hat denn dieses Bömmchen hier rumliegen? Mensch, eine Mark 82. Schauen wir uns das Spektakel mal von weiter weg an. Ja, da war die andere aber schon deutlich besser. Und zu guter Letzt haben wir hier noch bei den Medium-Bomben eine schöne 500 Kilo Bombe. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Ja, sieht gar nicht so übel aus. Okay, vorsichtig ablegen und einfach mal genießen, nicht wahr? 3, 2, 1, meins. Da fliegt einfach die Badewanne fort. Hier haben wir auch schon das nächste Bömpchen, die CUU 520 oder so. Sieht gar nicht so spektakulär aus, nicht wahr? Los geht's. Oh, da waren doch mehrere Stückel dabei hier. Das war so eine Art Splitterbums. Was sind denn unsere hoffentlich Überlebenden? Ach so, er hockt noch auf der Couch, sie holt das Bier, alles klar. So, das nächste Prachtstück passt ja fast gar nicht mehr ins Haus. Ich kenne die Bezeichnung nicht, aber es sieht echt schick aus. Wir gehen mal gerade an einen anderen Platz. Ich dachte mir, wir gehen vielleicht hier hoch, oder? Das haltet ihr doch auch für einen guten Platz. Und ja, jetzt schauen wir uns doch das einfach mal an. Los geht's. Also die letzte hier würde ich mir gerne nochmal von einem etwas entfernteren Platz anschauen. Wir bleiben einfach mal hier in der Luft stehen, oder? Weil wir echt cool sind. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, Käsekuchen. Alter Verwalter. Das nächste... So, das nächste Prachtstück ist dieses hier. Sieht überhaupt gar nicht besonders aus, finde ich. Also die zwei meinen auch nicht, dass es irgendwie gut aussieht. Okay. Dennoch gehe ich mal ein Stück weiter weg, um das genießen zu können. Ich denke, das hier sollte wieder reichen. Los geht's. Ja. Wo ist denn unsere Love? Hier ist Love 1. Er steht einfach knallhart hier vorne. Er ist übelst unbeeindruckt. Nur sein Arm ist ein bisschen verdreht. Ey, dein Arm ist verdreht. Hey, Vater, dein Bein ist verdreht. Vater, dein Bein ist... Vater, hör mal auf jetzt. Dein Bein... Wir danced. Let's have a dance, son. Wo ist die Frau? Jimmy, wo ist meine Frau? Jimmy, wo ist meine Frau? Jimmy! Hier ist die Couch, aber wo ist die Frau? Ich glaube, sie ist tot. Immerhin fehlt ihr Arm.
Sag meinen Kindern, ich habe ja gar keine Kinder. Sag ihnen, dass ich sie... Ich muss jetzt gehen. Hier haben wir jetzt eine Tiberium-Bombe. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Stück. Ich habe so ein bisschen im Urin, dass die etwas fetzt. Komm, geh mal da hoch, oder? Geh mal hier hoch. Nee, komm, doch. Es muss reichen jetzt. Kann ja nicht immer so weit weggehen wie so ein Pimmel. Alter, wie mich die Druckwelle wegballert. Hilfe? I'm falling down. Help. I just can't. Ach, scheiße. So, dieses Bömmchen hier nennt sich Cloudmaker. Sie passt leider gar nicht ins Haus. So, ich habe sie hinter das Haus gelegt. Seid ihr bereit? Ich würde sagen, wir gucken einfach hier von der Straße. Hier auf der Straße, wo auch die coolen Sachen stehen. Wisch, die Bank, zwei Fässer, kaputte Autos. Los geht's. Das hier ist die Teaser-Bombe. Schaut es euch an. Das ist eine Atombombe. Also wir sind jetzt wirklich bei den ganz dicken Dingern. Ihr werdet euch freuen, Kinder. Da das eine Atombombe ist, ist es verständlich, dass wir weit, weit weggehen. Sagen wir mal einfach hier drüben auf dieses Häuschen. Wir können da noch etwas sehen. Wir können noch einige. Wir gehen da hoch. Oder wir sehen noch alles. Ja, wir sehen noch alles. Ein bisschen Schiss, wisch. Atombomben, da weiß man nie. 3, 2, 1, los geht's. Wow, es ist so krass. Ich habe noch nie so eine riesige Explosion gesehen. Hallo? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn wir einfach eine Atombombe reinschießen, um die Atombombe zu zünden. Oder was haltet ihr davon? Machen wir noch einen Schlecker da unten lang, oder? Bloß nirgendwo anecken, sonst macht's Boom. Ich bin ein Gott. Wow. Also, wo ist denn die Atombombe, Heidenheit? Da ist er doch. So, 3, 2, 1, los geht's. Shit. My PC is gonna die. Und da kommt das Zeug geregnet. Das war zu krass für meinen PC, damit hat er nicht gerechnet. Hier habe ich noch eine coole Kleinigkeit für euch, und zwar, das ist eine Mine, die ist völlig OP, overpowered. Und ja, ich kann euch gleich zeigen, warum die etwas overpowered ist. Ich werde das erstmal scharf machen und jetzt zünden. Oh, wow, 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 wow. Guck mal von weiter weg, wie krass das aussieht. Die Container hängen irgendwie ein bisschen. Aber sonst läuft es doch wirklich super, nicht wahr? Wo sind denn unsere Leute? Da rutscht sie so rum. Wie geht's unserem Kollegen da vorne? Der ist auch umgefallen. Ha. Okay, das ist gerade ein bisschen tricky. BC macht es nicht ganz mit, Wisch. Das war doch ganz angenehm. Oh, Kinder, seht, was ich gefunden habe. Raketen, die fliegen. Achtung. Ja. 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 Oh, geil. Die Rakete ist so klein, ich würde sagen, da gehen wir einfach zu unseren Leuten ins Haus. Und wir beobachten die wunderbare Sicht. Rakete, kommst du schon? Und er hockt voll gechillt da. Sie hat sogar sie liegt. Was habt ihr gesehen, wie sie liegt? Oh, 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 Leute, oh. Und zum Abschluss habe ich hier noch einen richtigen Oschi für euch. Guckt euch das Ding an. Alter Verwalter. Man braucht immer was Cooles zum Abschluss, ne? Also ich... Ich werde da hochfliegen dann, wenn ich es schaffe. Halt, ich lasse einfach von ein bisschen weiter hinten noch ein bisschen starten. So, so müsste es auch passen. Die ist sicherlich langsam. Achtung. Ja. So. Oh, ho, 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 ho. Sah erst ein bisschen lächerlich aus, aber das war schon nicht schlecht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde mal eben noch mit dieser Rakete fliegen. Und währenddessen könnt ihr euch schon mal überlegen, warum ich so cool bin. Ja, ja, schon. Meine Herren? Weg. Na, war es nicht so bombastisch. Also ja, vielen Dank, gell? Macht's gut, ihr Schniedelwürste. Ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.